Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, jetzt sind wir bei der Gefahrenstufe 4 angekommen. Denn das ist jetzt meine Idee. Wir machen 4 auf der Kristallkaverne, weil ich finde, das ist die beste mehr von den allen. Also vom Feeling her, gefällt mir am meisten. Die 5 machen wir auch. Das heißt sozusagen ein Video versuchen wir. Ein Video. Und dann muss ich gucken, ich glaube, ich mache dann bei den anderen Maps nur 5, wenn ich dahin komme. Wie gesagt, dazu melde ich mich nochmal, ob ich zum Beispiel schreibe, yo, wir machen das noch, das schaffe ich, oder wenn ich sage, nee, doch nicht. Aber das Minimum ist, wir machen auf jeden Fall die beiden Level noch zusammen. Und dann gucken wir mal, ob irgendwann später DLC kommt oder ich einfach ein Update gebe dazu, zum Beispiel, wenn ich höher gelevelt bin durch Privatspielen oder sogar im Stream. Kann ja auch sein, ein bisschen chillen und labern, mal gucken. Aber ich würde sagen, gehen wir mal rein. Und zwar, wir müssen 2000 Blöcke machen, holy shit. Dazu bräuchten wir eigentlich den Bohrer. Hier steht auch Speer. Das bedeutet, eigentlich müssten wir alles in einem schaffen. Ja. Das heißt Speer nehmen. Leider habe ich noch nicht die Scharfschützenklasse freigeschaltet. Leider nicht. Aber ich glaube, wir gehen wieder mit dem hier. Irgendwie ist diese Klasse sehr strong. Ich schaffe damit sehr viel. Auch die letzte Gefahrenstufe 4 habe ich geschafft. Und zwar auch mit der Pistolklasse. Sehr viel Bewegung, sehr viel Schießen. Also das rasiert irgendwie. Ich glaube, ich gehe nochmal damit rein. Falls nicht, einmal umdrehen und dann gib ihm. So, Blümchen. Blümchen. So, schießen wir kaputt. Das sind Lootbugs. Oh, fuck hier. Guter Start. Wenn man schon mit episch anfängt, ist richtig gut. Schieß, Boy, schieß. Alter, die halten so viel mehr aus. Das ist so dumm, wie deren HP einfach vervielfacht wird. Das ist so dumm. So, was haben wir denn? Gold. Das brauchen wir. Come on, ich brauche ein Level Up. Noch nicht, ne? Okay. Oh no. Ich bin gedodged. Oh oh. Nehmen wir Rüstung. Wir müssen mit wenig Leben mehr aushalten. Oh hell na. Das ist viel zu eng alles. Das ist noch schlimmer als das andere. Natürlich. So, Feuerrate. Oh hell na. Okay, pass auf. Wir versuchen das hier frei zu machen. Ja, wir müssen mit Schaden nehmen. Nochmal gedodged. Schön die Passive nutzen. Aua. Blümchen nebenbei suchen. Sehr klar. Boah, das gibt ein gutes Level Up. Danke. So, die Shot hier habe ich auch auf 12 nicht geschafft. Mann, es war schon wieder einer, der nur gefehlt hat. Der kann richtig stark werden, dass er in beide Richtungen schießt. Oh, fuck, das ist richtig strong. Ja, müssen wir nehmen. Nachladerate. Gerne. So, jetzt graben wir uns weiter durch. Ich habe extra gewartet, bis hier alle sind. Boah, das ist schlecht. Dann nehmen wir, ich glaube, Nachladegeschwindigkeit für die Dicke. Schöner Bum Bum. Nochmal Bum Bum. Oh ja, Schaden. Push, come on. Na, Junge. Oh mein Gott. Das war ein guter Zug. Weg. Nehmen wir das Gold mit. Boah, wir sind so slow mit abbauen. Junge. So, Jungs, kommt, kommt. Oh, das hat die gedamaged. Aufnahmereichweite. Das tut weh. Ja, da musst du ein bisschen leiden. Nice one. Oh, da müssen wir jetzt ein bisschen leiden. Wir sind nicht so schnell. Oh, minus 1 sogar. Oh, das ist bad. Aber, guck mal, man merkt direkt 50% rasiert. Oh, rasiert richtig. Wie schnell die MP jetzt, die Pistole schießt. Der Junge, der hat einen Triggerfinger. Lauf, Junge, lauf. Aua, hat weh getan. Ja, man merkt halt, je mehr man Gefahrenstufe hochgeht, desto weniger Zeit hat man überhaupt zu looten. Aber ordentlich. Man merkt das richtig groß, ey, daran.
dass man 10 Jahre gar nicht mehr gefarmt hat. Indirekt. Ja, ein bisschen AP können wir noch mitnehmen. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Crit ein bisschen. Ja, nehmen wir mal Crit. Oh, rein da. Rein da. So, was haben wir hier? 20 kinetisch, aber dann darf ich den Schadenstypen nicht verändern. Das ist das Problem. Projektil bleibt, ja. Aber die Kinetik, das ist das, was ich verändern kann. Der Rest bleibt immer. Die grau sind. Oh, das ist jetzt schwer. Nachladen? 0,55, 0,64. Da bräuchten wir eher Feuerrate oder Schaden. Schnell abbauen ist auch wichtig. Fuck, ich kann nicht beides haben. Dann nehme ich abbauen, dann kann ich ein bisschen mehr in Richtung Scalen gehen. Die lassen wir erstmal soweit. Vielleicht finden wir das Artefakt mit mehr Damage, dann sind wir schon mal gut in die Richtung. Ansonsten können wir nächste Runde mehr ausgeben. Geben mir das schöne Gold, nice. Okay, die war gar nicht so gut, aber die ist leicht. Ich muss auf leicht gehen. Komplett alles leicht. Das funktioniert bis jetzt am besten. So, wo ist noch mehr Blume? Noch mehr Blume brauche ich auf jeden Fall. Jawohl, Nitra. Ja, gut. Da hinten ist noch mehr Gold. Die Pistole ist so pervers, ne? Die nach hinten schießt so viel Damage. Das ist so dumm. Boah, das war knapp. Man muss immer mit diesen Richtungen auch spielen. Jawohl, Junge. Come on, der Dicke muss weg. So, jetzt gehen wir schnell farmen. Und dann können wir vielleicht auch in die Richtung gehen. Und die Erfahrung mitnehmen. Oh mein Gott. Oh, du bist so gemein. Ich muss das nehmen. Vielleicht können wir ohne Upgrade alles durchziehen. Schöne Explosion. 10% Schaden oder Nachladen? Was braucht ihr mehr? Schaden. Okay, oh. Nee, das sieht nicht gut aus. Fuck. Jawohl, jetzt haben wir den Passive Perk aktiviert. Nice, Junge. Nitra Chance, das Chance, Feuerring. Und wir nehmen 25% Schaden. Sehr schön. Jawohl. Gott, er kommt. Okay. Ich glaube, ich gehe erstmal weiter auf Damage. Der muss mehr Schaden machen. Oh, jetzt haben wir keine Leichte mehr, außer den Bumerang, aber da habe ich keinen Overclock frei. Das ist schlecht. Ah. Kinetik würde hier guten Buff geben, aber die ist so slow. Fuck it, den Bumerang. Testen wir mal den Bumerang. Oh, die Crits regnen. Die großen Zahlen sind Crits. Schieß, komm. Nice, guter Level Up. Nehmen wir EP nochmal, da können wir nochmal schneller leveln.
Ohne schön haben wir Movement Speed. 3%. Dann nehmen wir Feuerratte. Und jetzt heißt es laufen. Weil sonst ist das viel zu gefährlich. Jawohl, das wollte ich. Oh, ganz genau. So, was können wir machen? Das ist immer Müll. Magazin ist immer gut. Und weg hier. Solange ist noch gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Boah, jetzt schwer. Glück sollte man immer nehmen. Und... auf Kälte. Nee, Magazin mehr. Wunderschön. Das waren richtig gute Upgrades. Holy shit, jetzt brauchen wir nur noch DPS. Hauptsache Feuerrate. Das ist das Wichtigste. Ja, die Blinkpim schaffen wir in letzter Zeit nicht mehr, weil wir mehr rumlaufen müssten. Aber wir müssen die ganze Zeit fighten. Und looten. Da links noch eine Blume, die gönne ich mir. Und noch mehr Gold, das ist echt gut. So, jetzt müssen wir weiter. Noch mehr Nitra, nehme ich gerne. Aua, hat weh getan. Oh mein Gott, die dicke Pistole ist so heavy. Ich brauche unbedingt beide Richtungen. Swarm detected, ja, das ist doch geil, ne? Oh, nee, nee, da gehen wir nicht lang. Blümchen, ich komme. Eieiei, sind das wieder. Wir müssen irgendwo hin, wo ein Blümchen ist. Da unten ist eins. Noch eins. Ah, da werden wir fertig. Das ist doch gut. Schaden. Warte, ich muss mich besser hinstellen. Immer so schräg. Alter Junge, die Sounds. Kinetik, nicht mehr so viel. Ich will unbedingt bis zum Ende kommen. Komm und explodier, explodier. Wunderschön. Wunderschön. Sehr gut. Nachladen. Sehr, sehr wichtig. Je mehr DPS, desto mehr gewinnen wir. Nachladen. Lauf, lauf, Junge, lauf. Alter Schwede. Feuerrate. Erzeugt eine Explosion, nachdem du nachlädst. Oder einfach nur Damage und nachlade. Ja, komm. Wie viel haben wir dann? 30. Wir brauchen mehr Magazingröße. Du musst mehr ballern. Und dann nehmen wir Schaden? Oder nachladen? Nehmen wir nochmal nachladen, sind wir unter 2 Sekunden. Jo, sind wir. Ja, ich versuche gerade nach oben zu kommen. Aua, hat wehgetan. Los, grabe dich durch, Junge. Holy shit, da ist... oh mein Gott. Oh, das ist gut. Eine Sekunde, also unter einer Sekunde. Uiuiui. Stehen bleiben für mehr Speed. Weiß nicht. Ist irgendwie so ein bisschen vergeudet. Also nehmen wir Gold. Und dann nehmen wir noch Crit. Wie viel haben wir Crit schon? 50%. Boah, Junge. Geilo. Holy. Level up, level up, level up. Dann nehmen wir... Schaden. Der Bumerang soll ja auch was machen. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Wie viel hat er jetzt? 0,49. Junge.
heute der DPS-Faktor, Junge, ist das krank. Das ist ja schon Berserker. Nein, das Gold. Ich komme. Gleich, nimm kurz noch die hier mit, das sind spezielle. Wunderschön. Aufnahmereichweite und lauf. Jetzt heißt es laufen. Mein Arsch ist schon hier. Alles ist gut. Nein, Gold! Ein bisschen kriege ich noch. Gemein. Okay, bis jetzt immer sehr viele blaue Dinge. Das ist sehr schön. So, Feuerrad ist A und O. Definitiv. Also nehmen wir... Die Pistole macht mehr Schaden. Ja, nehmen wir die Pistole, weil die Pistole soll uns den Arsch retten. Und das macht sie sehr, sehr gut, deswegen braucht sie auch mehr Unterstützung. Dann, Kinetik nehme ich mit. Den billigen Müll nehme ich mit. Reroll. Und dann haben wir leider Müll gezogen. Ja, dann kaufe ich das trotzdem für Tankiness und dann behalte ich das Gold. Für später mehr Rerollen. Boah, die ganze Zeit nur Pflanzen, ich danke dir. Das geht viel, viel schneller. Weniger Zeitverlust auch dadurch. Wenn wir jetzt noch irgendwie legendär 50 Damage ziehen würden, ne? Ich wäre... Das wäre perfekt. Besser geht's gar nicht dann. Feuerrate, gib ihm. Feuer. Oder nochmal. Achso, nee. Ah, ich kann nicht. Kinetik haben wir noch, ne? Genau. Nee, dann behalten wir das. Kein Feuer. Feuer interessiert mich auch nicht so sehr, muss ich ehrlich zugeben. Autsch, hat wehgetan. Aua. Die Dodge-Rate ist so... Okay, jetzt auf einmal. Ich wollte sagen, billig gerade. Und dann auf einmal dodgt er. Genau. So, das haben wir. Zur Blume. Die Pistole ist so busted. Komm her, Loot. Mein Gott. Schießpistole, deswegen stehe ich auch nur noch so. Projektil. Alter Schwede. Die machen extra für mich kaputt, das finde ich doch gut. Bewegung, brauche ich. Alter Schwede. Junge, Konstellation. Dann Feuerrate. Blümchen. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich kann mich healing. Und dann weg hier. Wohin? Wohin? Wohin aber? Schaden. Wie viel hat er schon? 89. Not bad. Der DPS-Faktor ist so geil. Landing Zone cleared. Ja, moin. Oh, ich habe jetzt das freigeschaltet. Ich muss mich hier hinstellen. Jetzt ist es wieder weg. Ja, GG. Dann nehmen wir als nächstes Damage. Oh, oh. Wohin, wohin? Come on. Und gib ihm. Alter Schwede. Jawohl, das Sandwich ist das geilste. Oh, ich dodge. Für alle leichten Waffen. Oh, die sind alle leicht. Deswegen habe ich es getan. Weg, weg. Schieß, Junge. Burst ihn, Junge. Bürste.
Alter, nicht den bürsten, du Ficker. Und weg, und weg, und weg. Oh mein Gott, ich danke dir. Es ist das beste Geschenk, was man haben kann. Oh, die DPS-Rate. Junge, bei so viel Schießen und Zahlen geht sogar mein FPS runter. Okay, verbessern wir uns. Nee, das ist zu viel. Sonst fresse ich so viel Schaden. Okay, wie viel DPS haben wir? 20, 24, 40. Boah, das ist heftig. Okay, die ist nicht schlecht. 30 Schuss. Okay, es ist die bessere Variante als die hier. Okay, aber die schießt in vier Richtungen. Die nur in eine. Und das sind elektrische Kugeln. Ja, müssen wir gucken. Das ist... geht eigentlich noch. Alter Schwede, okay. Wie gehen wir vor? Wie gehen wir vor? Damage. Das muss der größte DPS sein mit dem, wenn er nach hinten schießt und der einfach in egal wohin. So, dann... pushen wir. Pushen wir. Reroll oder Healing? Ja, nehmen wir Healing. Das ist viel zu wichtig. Ich darf ja nicht sterben. I found the Dreadnought. Na, das ist ja nice. Them some pain. Follow this.
Lol. Musste mehrmals klicken. Anscheinend hat er die Mute-Taste nicht weggemacht. GG. Das ist crazy. Crit, wie viel haben wir Crit? 59. Und weg. Das ist der einzige Vorteil gegenüber denen hier. Ich habe ein Bild, der extra läuft. Oh, jetzt habe ich mir ein bisschen eine Falle gemacht. Oh, das war lucky. Ja, DPS ist not bad. Der ist echt gut. Ja, jetzt muss ich alles reindonnern. Oh Gott, ich habe gedodged seinen Jump. Alter, ich dachte, ich wäre tot. Wisst ihr, davor, Dodge, oh mein Gott, jetzt ruhig geblieben. Ich dachte so, ich gehe mal kurz durch die Ecke. Nee, ich meine mal, ein kleiner Pixel ist da. Ich komme da leider nicht durch. Pisse. Ah, das ist das Problem, wenn man nicht einmal irgendwas für Abbau nimmt. 10 Jahre kloppt auf diesen Kristall ein. Scheiße. Wir waren so knapp davor, ne? Der hätte nur ein paar Kreise gedreht. Das war einfach nur wirklich Gameplay, also Skillfehler. Holy shit, ey. 13 Millionen Schaden, fast 14. Und am meisten die ist wirklich busted. Die kann nur nach hinten schießen, aber die fickt alles weg. Die ist so gut. Der war halt Müll. Ich habe den eigentlich nur genommen wegen leicht. Der hier hat gute Arbeit geleistet, obwohl er so spät kam. Der ist halt Müll, wenn du nicht auf letzte Stufe kommst, für nochmal 2 oder mehr Strahlen oder schneller oder mehr Damage. Ich mag die nicht als Startwaffe. Die hätten echt die hier lieber geben sollen oder die hier. Och man, das war so knapp. Warten, Müll. Okay, pass auf, wenn wir jetzt das geschafft haben, könnten wir eigentlich den Bohrer spielen. Aber der Bohrer ist nicht gut. Weil Schaden über Zeit dauert zu lange. Ihr habt ja gesehen, ich habe mit Kugeln Instant-Schaden gemacht und ich habe die richtig schon schnell weggeballert. War alles gut. So, ich hätte es auch eigentlich damit geschafft. Und hiermit ist das Problem, das dauert zu lange, bis sie sterben. Das heißt, das reicht nicht auf den höheren Gefahrenstufen. Vielleicht diese Klasse her. Mit der Granate oder so. Und bei dem hier ist Explosion. Den würde ich sowieso nicht spielen. Außer vielleicht die Stufe, aber seine Stats sind scheiße. Ich mag die nicht. Die besten Stats hat eigentlich der Typ hier mit Abbauen und Leben. Aber der hat Crit. Das heißt, er macht schon den meisten Schaden. Und er hat den besten Schaden. Ah. Juggernaut haben wir auch freigeschaltet. Ich habe den ja ein bisschen geskillt. Finde ich aber nicht so geil. Mag ich nicht so sehr, Juggernaut. Du hast halt Rüstung und Leben zwar. Ich bin ja nicht so ein Fan von Leben, wenn man ja gut rumrennen kann oder so wie eben. Sogar mit 200 Leben wirst du gewonshottet. Ja, du kannst zwar 50% Schaden stacken, aber ich mag das nicht. Du musst Schaden nehmen, obwohl ich lieber immer bin, der sagt, wenn ich nicht Schaden nehmen muss, ist es immer besser so. Aber naja, nee, das mag ich nicht. Also das ist besser, aber nicht sonderlich gut. So, was machen wir jetzt? Eigentlich müsste ich nochmal Speer spielen. Eigentlich. Okay, pass auf, Leute. Wir machen das jetzt so. Ganz simpel. Ich werde es nochmal versuchen. Und dann, wo wir wieder in der Bossrunde sind und ich gegen den kämpfe, dann schneide ich das hier zu. Und dann sehen wir uns beim letzten Bossfight, wie wir es schaffen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir wieder. So, wie ich gemeint hatte. Jetzt sind wir beim Dreadnought. Ich habe den schon ein bisschen mal angeschossen oder ein bisschen bekämpft. Sodass er ungefähr beim gleichen Stand ist wie davor. Nur diesmal halt bei klassisch und ich habe jetzt diese Ausrüstung. In dem Bild oder Set ist die ein bisschen useless, muss man sagen. Außer die macht gut Support wegen Elektro. Status-Effekt aber ansonsten, naja. Die habe ich aber sofort gezogen, das sind die besten. Die und die und die Kombination ist so pervers, wirklich. Wenn du die drei hast, kannst du schon, wenn du gute Waffen hast und nicht komplett da fertig gemacht wurdest oder Unglück hattest, kannst du sehr gut gewinnen auf jeden Fall damit. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt versuchen wir den nochmal zu finishen. Nice. Das, was davor nicht funktioniert hat, hat jetzt funktioniert. Oh, gut, wie es gelandet ist. Das ist sehr gut, wie es gelandet ist. Wir müssen hier weg. Schieß, schieß. Ich habe, glaube ich, einen Trick gefunden, wie man besser schneller reisen kann. Geht das noch? Nee. Davor hatte ich einen Bug, ich konnte von außen rein.
wie ihr da gesehen habt, habt ihr die Werte gesehen und so weiter, was ich hier gezogen habe. Also ich hatte schon mehr Glück in dem Run als im davorigen. Aber der davor war auch genauso gut. Ich habe halt nur einen Fehler gemacht. Hier hatte ich eine schöne Fläche und bin einfach im Kreis gerannt. Und davor ging das nicht, weil ich halt einmal irgendwo schlagen musste. Die Shotte habe ich endlich mal auf 12 gezogen. Die hat heute richtig gut gecarried in dem Run. Sehr, sehr gut gecarried. Sieht man. Mal gucken, was für Erweiterungen die jetzt hat. Aber damit, mit dem Versuch von davor, haben wir Stufe 4 geschafft. Fehlt nur noch die 2000 Blöcke, aber da kann ich einfach mit einem Bohrer reingehen. Gefühlt doppelt. Einmal hier roten Zucker mit Bohrer die ganze Zeit durchballern. Hauptsache das schaffen. Sonst alles andere ist egal. Habe ich ja schon. Und dann, Leute, im nächsten Video Gefahrenstufe 5. Ich bin mal gespannt. Wird der ganze Screen voll sein? Werden die kleinen Viecher schon am Anfang gefühlt das ganze Magazin fressen und so weiter? Boah, ich hoffe nicht. Das wäre dann wirklich widerlich. Aber wir sehen schon mal. Erreiche 60 mit Starkarm Bohrer. Starkarm Bohrer. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die letzte Klasse von dem hier. Das habe ich aber noch nicht. Oder allgemein habe ich das nicht. Genau. Also werden wir einfach irgendeinen wieder nehmen. Vielleicht diesmal den Schützen. Ah, wobei, der steht Rüste 4 Elektrowaffen aus. Oder muss ich eigentlich einen Speer nehmen? Oder den Ingenieur? Scheiße. Ich glaube, ich gehe trotzdem Schütze, glaube ich. Vielleicht können wir Elektro freischalten. Aber am Anfang oder das Wichtigste ist Hauptsache schaffen. Das ist ja das Ziel, immer pro Video das Level zu schaffen. Und dann haben wir das, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.